Tag auch und willkommen zur 21. Folge Amber Moon. In dieser Folge reisen wir dorthin, wo in Ambassar die letzte Schlacht stattgefunden hat, nämlich die Feste Godsbane. Wir haben erfahren, dass dort der letzte lebende Paladin Gryban ruhen soll, den wollen wir wecken. Dafür verwenden wir hier auf der Insel der Winde das Tor, was sich im Südosten befindet. Und wir sind im Sumpf. Einmal unsere neue Flöte benutzt. Lyra bläst auf der Flöte und ein hoher, klarer Ton entsteht. Nach kurzer Zeit erscheint ein majestätischer Riesenadler und fliegt auf euch zu. Da kommt er. Und nur mit Hilfe des Adlers können wir überhaupt die Feste erreichen, weil da nämlich komplett Gebirge drumherum ist. Dann Marinda und wie gewohnt werfe ich offscreen die Zauber an. Das haben wir, einmal orientieren. Allzu groß ist die Feste nicht und 6 Monstergruppen erwarten uns. Na dann! Die guten Drehteller. Zuerst mal nach Norden. Auge leuchtet schon. Und wir haben Golems. Ein Wachgolem. Waldi darf mal analysieren. Ihr beide haut schon mal rauf. Und ein Elfen macht einen Schritt zur Seite, falls er Opfer eines Einzelzielzaubers wird. So, was haben wir da? 53 Lebenspunkte und eine Attacke die Runde. Ich meine, die Wachgolems hatten wir schon im Palast von New Lake. Damals waren sie noch eine Bedrohung, jetzt dürften sie keine mehr sein, dank unserer magischen Rüstung. Bewegt sich, das heißt, wir müssen das Zielfeld ändern und Waldi darf jetzt auch mithelfen. Dort war es auch schon, 300 Erfahrungspunkte. Der Raum ist eine Sackgasse. Da kommen die nächsten. Level Up für Lyra 44. Nelvin 38. Und Waldi auch noch 32. Sieht auf der anderen Seite genauso unspannend aus. Zurück zum Drehpunkt. Dann latschen wir mal zuerst nach Osten. Machen wir ruhig mal die Nische hier fertig für die Karte. Dann erst nach Norden. Und hier finden wir einen Hebel, einmal dran gezurrt. Und zurück zu meinem Freund, dem Drehpunkt. Jetzt wollen wir nach Süden. Mehr Golems. Und Igel 31, der fehlt ja eben noch. Da kommen schon die nächsten. Gucken wir uns mal hier die Seiten an. Recht unspannend, nur eine Kerze. Und hier ist nicht mal eine Kerze. Nach Süden wollen wir. Auch langweilig. Und hier ist auch nichts. Dann werfen wir einen Blick auf die Karte. Mit dem östlichen Bereich sind wir durch. Das Ganze hier ist symmetrisch aufgebaut. Dann gehen wir jetzt nach Westen rüber. Auch wieder hier ist die Nische. Und dann nach Norden. Auch hier finden wir einen Hebel. Einmal dran ziehen. Kurzer Blick auf die Karte. Mit dem Hebel haben wir jetzt hier die Wand beseitigt. Mit dem Hebel, den wir dort gedrückt haben bzw. gezogen haben, ist hier unten die Wand verschwunden. Tag. Wie erwartet, ein leerer Raum mit einer Kerze. Ich drehe auch noch unnütz viel. Jetzt nach Süden, ausnahmsweise mal richtig gedreht. Na, wo sind die? Einmal rüber auf die andere Seite, dank des Hebels ist die Wand hier weg und wir finden hier einen Teleporter. Jetzt befinden wir uns im Nordosten. Einfach mal durch die Tür. Da sehen wir eine Kiste. Was ist da Schönes drin? Der Ambaster! Im Vorgänger brauchte man den, um überhaupt hier in die Feste reinzukommen. Na, ich wollte nicht nochmal in die Kiste. In diesem Spiel wird er an anderer Stelle benötigt.
Das ist der Teleporter zurück. Und wir sind wieder am Eingang. Dann latsche ich jetzt darüber. Und wie erwartet, auch hier ein Teleporter. Dann mal reiner. Da sehen wir einen Steinkopf. Den gucken wir uns gleich genauer an. Ich will erst einmal die Karte hier vorvervollständigen. Der Teleporter führt zurück zum Eingang. Der Steinkopf fragt, wie lautet der Name des Schläfers? Das wissen wir aus dem Paladin-Buch. Das ist Grüban. Der Steinkopf sagt, der Schläfer ist erwacht, tretet ein. Da sehen wir ihn auch schon. Was ich übrigens witzig finde, bei Amber Moon ist Grüban 22:30, bei Amberstar war er noch ein Mensch. Er hat es tatsächlich geschafft, in den vergangenen Jahren die Rasse zu wechseln. Das muss man erstmal hinkriegen. Ich sehe dunkle Wolken über Lyramion und weiß, dass meine Bestimmung in eurer Gruppe liegt. Bitte nehmt mich mit. Kann man dich eigentlich was fragen? Nee, nichts gelb markiert, schade. Ihr habt eine weise Entscheidung getroffen. Meine Erfahrung und Kraft werden für euch von großem Nutzen sein. Mit diesen Worten wird Grüban Mitglied eurer Gruppe. Sehr schön. Ihr müsst euch beeilen, wenn ihr Lyramion retten wollt. Eine Macht, die nicht von dieser Welt ist, steht kurz davor, Lyramion zu vernichten. Offenbar weiß er mehr als wir, aber wir gucken ihn uns erstmal an. Er ist Paladin. Als Paladin ist er der zweitbeste Kämpfer, den man anheuern kann. Nur Egil ist besser. Dafür kann er hier noch Heilungssprüche sprechen. Stufe 35, hat dafür aber viel zu wenig Erfahrungspunkte. Er müsste deutlich über 100.000 Erfahrungspunkte dafür haben. Mit Grüban gibt es leider Programmierungsfehler. Er steigt nicht mehr auf, selbst wenn man genug Erfahrungspunkte für Stufe 36 sammelt. Ist ein bisschen schade, aber trotzdem ist er ein sehr guter Charakter. Fast 500 Lebenspunkte, über 200 Spruchpunkte, nur noch wenig Spruchlernpunkte, das ist ein bisschen schade, damit können wir ihm nicht mehr viele Zauber beibringen. Dafür hat er viel zu viele Trainingspunkte. Was bringt er mit? Heiltränke Stufe 3 und Spruchpunkte 3. Popiger Stahlhelm, eine Ritterrüstung, heiliges Schwert, die beiden gucken wir uns gleich mal genauer an und popige Lederstiefel. Ich habe ihn übrigens bewusst ausgezogen, jetzt hat er nämlich nichts, was Attribute oder Fähigkeiten erhöht. Trotzdem sehen wir hier bei Antimagie Sterne drin. Ich glaube, das ist nur ein Anzeigefehler, er widersteht nicht jedem Zauber, aber das werden wir im Kampf noch rausfinden. Bei den Fähigkeiten sehen wir ebenfalls ein Problem, er hat nämlich über 50% Spruch von Lesen, was nicht sein dürfte. Dann analysieren wir jetzt einmal kurz seine Gegenstände. So, die Ritterrüstung. 30 Schutz, nur von Paladin nutzbar, wiegt dafür eine ganze Menge. Hat 2 magische Rüstungen und ist damit die beste Rüstung im Spiel. 5 Lebens- und Spruchpunkte, ist nicht unbedingt erwähnenswert. Antimagie 5, Magie benutzen 25 und 20 Ladung große Heilung. Bombenrüstung. Dann nochmal das Schwert angucken. Zweihändig, 18 Schaden, ist damit echt schlecht, nur von Paladin tragbar. Und hätte Stärke und Attacke 5 sowie Heiliges Wort 5 Ladung. Dann sind wir mit der Feste Godsbane durch. Ich laufe damit Grüban einmal die Trainer ab. Bei der Gelegenheit habe ich unsere gelagerten Trünke verwendet und die anderen gleich mittrainiert. Wie gewohnt blende ich hier die Werte ohne getragene Ausrüstung ein. Egil hat den Stärketrunk erhalten und dadurch sein menschliches Maximum von 50 erreicht. Eigentlich wollte ich Grüban diesen Trunk geben, aber dazu gleich mehr. Außerdem hat er einen der beiden Schnelligkeitstrünke erhalten. Lyra und Egil haben Parade maximiert und ihre restlichen Trainingspunkte in Schwimm gesteckt. Nelven hat neben Valdyn nun auch alle Fähigkeiten maximiert. Kommen wir jetzt zu meinem ganz speziellen Freund Grüban. Ich habe ja schon erwähnt, dass er nicht aufsteigt, aber das ist leider nicht das Einzige, was bei ihm nicht ganz rund läuft. Fangen wir mit den Attributen an. Sein Stärkemaximum beträgt leider nur 35, weshalb sich der Trunk für einen Punkt bei ihm nicht gelohnt hätte. Antimagie ist tatsächlich kein Anzeigefehler, der Wert liegt allerdings nicht bei über 999, sondern unter 0, genauer gesagt bei minus 5. Dank der beiden Antimagie-Trünke, die wir noch in Reserve hatten, und einem weiteren, den ich vom Trankhändler in Ilien erstanden habe, konnte ich diesen Wert auf 10 erhöhen. Außerdem hat er den zweiten Schnelligkeitstrunk erhalten, den ich eigentlich Valdyn geben wollte, aber dabei fiel mir auf, dass bei ihm neben Schwimm auch dieses Attribut verbuggt ist. Statt 80 kann Valdi nur auf 70 kommen. Dann kommen wir mal zu den Fähigkeiten von Grüban. Hier sind gleich ganze 3 fehlerhaft. Das Attacke-Maximum ist nicht 85, sondern nur 80. Spruchrollen lesen ist 75 statt 50 und Magie benutzen 25 statt 50. Übrigens sind, von Spruchrollen lesen mal abgesehen, die 4 Differenzen genau die Beträge, die als Erhöhung vom Heiligen Schwert und der Ritterrüstung gewährt werden. Neue Zaubersprüche gab es auch noch. Lyra hat 4 neue, unter anderem Sprung, damit kann man sich in 3D-Dungeons ein kleines Stückchen nach vorne teleportieren. Wort des Markierens speichert die aktuelle Position der Gruppe und mit Wort der Rückkehr kommt man zu dieser Position dann wieder zurück. Und Antimagiesphäre erhöht den Antimagiewert der Gruppe. Grüban wird serienmäßig ausgeliefert mit den ganzen Zaubern. Beigebracht habe ich ihm noch Alterung stoppen.
Dann braucht er natürlich auch eine Ausrüstung. Seine Ritterrüstung hat er selbstverständlich behalten. Eine Zielbrosche habe ich ihm verpasst. Ein Hornhelm, magische Wurfaxt, Buckler, Blitzstiefel und Lyra hat ihre beiden Paraderinge abgegeben. Deswegen ist Lyra im Kampf jetzt hinten und Grüban dafür vorne. Wir befinden uns hier direkt vorm Hexenhaus. Da gehen wir jetzt rein, weil wir jetzt den Trank Dämonenschlaf herstellen wollen. Abendkeller. Wir nehmen natürlich den Teleporter. Der andere Durchgang ist ja leider verbuggt. Und hier ist der Hexenkessel. Nelvin habe ich die ganzen Zutaten gegeben. Bisschen runterscrollen. Wir brauchen die drei Kräuter. Wo man die findet, seht ihr in meinen anderen Videos, beziehungsweise habt ihr schon gesehen. Das wissen wir aus dem Kräuterbuch aus der Bibliothek. Dann brauchen wir das Rezept, was wir ebenfalls aus der Bibliothek haben. Rote Pilze kann man kaufen beim Händler in Burnville. Blaue Pilze kann man kaufen beim Händler in Spannberg. Und Feuerstein und Eisen kann man kaufen beim Diebesgildenhändler in Spannberg. Leere Fiolen gibt's in Ilien. Dann benutzen wir jetzt mal das Rezept. Nachdem ihr die letzte Zutat in den Kessel geschüttet habt, verdickt sich das Gebräu. Ihr füllt es in eine eurer leeren Glasflaschen. Dann gib mal her, Dämonenschlaf. Dann werfen wir nochmal einen kurzen Blick auf unsere Quest. Dämonenschlaf haben wir jetzt gerade hergestellt, Sansris Blut haben wir erfolgreich den Elfen überreicht, Grüban, der verbackte Paladin, befindet sich mittlerweile bei uns in der Gruppe. Offen bleibt also noch das Geheimnis um die verschwundenen Zwerge und unsere Hauptaufgabe, die Bruderschaft Habors. Das habe ich bisher nicht erwähnt, weil ich tatsächlich damals vergessen hatte, als wir Newleg waren, die Aufgabe vom Baron von Köper aus dem Palast abzuholen. Das Gespräch holen wir jetzt schnell nach. Als wir das letzte Mal hier waren, hat er uns von Ärger in der Begrüßung erzählt. Leider habe ich vergessen, ihn darauf anzusprechen, nachdem wir das Bild abgegeben haben. Deswegen holen wir das jetzt nach. Diese verdammte Bruderschaft bereitet mir Kopfschmerzen. Ich weiß wirklich nicht, was ihre Leute drüben auf der Tempelinsel treiben. Ich weiß nur, dass ich dem Braten nicht traue. Vor ein paar Monaten habe ich versucht, einen Spion bei ihnen einzuschleusen, doch er ist nie wieder aufgetaucht. Ein paar Wochen später bekam ich eine Nachricht von den feinen Brüdern. Der Oberpriester teilte mir mit, dass ich mich doch gefälligst aus den Angelegenheiten seines Tempels heraushalten solle. Man habe schon genug damit zu tun, Tabos in seinem Gefängnis zu halten und könne nicht auch noch einen neugierigen Schlüffler gebrauchen. Ich sage euch, wenn ich mehr Männer unter Waffen hätte und die Leute von Lyramion diese Bruderschaft nicht dermaßen verehren würden, dann hätte ich die Bande schon längst ausgeräuchert. Vielleicht gelingt es ja euch mal, in den Tempel zu gelangen. Mir wäre sehr daran gelegen, wenn ihr mir dann berichten würdet, was sich dort eigentlich abspielt. Dass mir Informationen über die Bruderschaft bare Münze wert sind, motiviert euch vielleicht. Das tut es in jedem Fall, da wollen wir jetzt auch hin. Dazu fliegen wir von Juleg aus einfach nach Osten, leicht südlich. Und da sind wir auch schon. Man sieht ja, dass es hier der Metroid ist, das Auge Tabors. Und darauf ist das Gebäude der Bruderschaft gebaut worden. Da gehen wir allerdings erst in der nächsten Folge rein. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sag bis neulich.